Ja, ganz kurzfristig einberufen, ein Livestream von mir, auch mal selten ganz alleine heute, aber lang erwartet und jetzt endlich da. Da wollte ich euch noch mal zeigen, weil es ja normalerweise ein Unboxing bei mir so nicht gibt. Und das heute aber trotzdem mal ganz gut passt, das Ganze eventuell mal live zu zeigen. Heute ist mein lang ersehnter DJI Osmo Pocket 3 eingetroffen und den packen wir gleich mal zusammen aus. Ja, nach 3 Jahren hat DJI endlich mal einen Nachfolger gebracht. Ich habe bis dato über den DJI Osmo Pocket oder die DJI Osmo Pocket 2 genutzt, davor den 1er. Die war schon ganz gut, die hat einem sehr geholfen, auch wenn die Bildqualität ja manchmal ein bisschen gerade im Lowlight-Bereich ein bisschen zu wünschen übrig gehabt gelassen hat. Aber das Konzept mit dem integrierten Funk mit Mikrofon, das hat mich doch immer schon wieder überzeugt und ich bin auch kein Smartphone-Filmer und von daher hat sich das Ganze bei mir irgendwie festgesetzt. Ja, und dann war natürlich die Freude groß, dass DJI jetzt endlich angekündigt hat, wir bringen mal Nachfolger nach fast 3 Jahren. Ich habe heute noch nachgeguckt. Ich habe Ende 2019 das Ding bestellt, also schon ganze, oder das erste 2019 bestellt, also schon etwas länger Nutzer von diesem Ding. Und da ist natürlich schön, dass die da jetzt technisch einiges gemacht haben. Wir gucken noch mal, ob da schon einige online sind. Wenn ihr da Fragen zu habt oder euch irgendwas zu schnell geht oder ich irgendwas besonders noch einblenden soll, dann einfach in die Kommentare. Ich werde da immer mal einen Blick rüberwerfen, ob da irgendwas da ist. Wie gesagt, ist alles ganz kurzfristig. Von daher erwarte ich da auch jetzt nicht so viel. Aber nachdem ja alle möglichen Leute schon Reviews gebracht haben und online gegangen sind, denke ich mal, heute noch schnell das Unboxing da rausgehauen. Gleich live, auch mal ganz anders. Mit Überraschungseffekt vielleicht. Mal sehen, ob Amazon da vielleicht einen Stein reingelegt hat oder was auch immer. Ja, wir werden sehen. Ich packe das Ding jetzt gleich mal aus und freue mich darauf. Und ja, ach, der Rico ist da. Ach. Na, hallihallo. Hallo, lieber Dirk, und So Andi, hallo, kurzfristig. liebe Ja. Zuschauer. Ja, ich hab noch eine ganz kalte Nase, weil ich war nämlich eben gerade draußen und habe was gemacht. DJI Pocket gefilmt. Ganz genau. Ja, ihr seht den Rico, den habe ich mal eben kurzfristig eingeladen und so flexibel wie der Herr ist, hat das einrichten können. Aber er hat seinen schon ausgepackt, von daher, Also, bist du noch nicht ja. so weit? Doch. Nee, ja. Doch, Ganz original. original, gerade erst von Amazon gekommen und von daher, ich wollte das Ding jetzt auch auspacken. Oh. Dann greife ich nicht vor, ihr habt nichts gesehen. Hast du ihn vorher Ja, ich noch? habe schon, ja, du hast ihn ja gestern Abend schon vor der Nase gehalten. Von daher, schauen wir doch mal einfach an. Du kannst ja schon mal ein bisschen, während ich hier auspacke. Ja, schon mal, ist ein bisschen hell hier, die Kamera, oder meine ich das nur? Warte. Ein bisschen hell? Ja, Eventuell, Dirk macht ein ja. kleines Unboxing. Okay, Ja. ich erzähl euch mal ein bisschen was. Ich weiß nicht, wie viel Dirk jetzt schon vorgegriffen hat. Das war wirklich Zufall. Dirk hat mir gerade eine WhatsApp geschrieben. Ich bin jetzt gerade auch wieder rein, denn ich habe ein paar Sachen heute abgedreht zum Pocket 3. Ich habe meinen auch gekauft. War wieder so eine kleine Challenge zwischen Dirk und mir. Mittwoch 15 Uhr kam die Vorstellung ja von DJI und dann haben wir mal beide entschlossen, wir kaufen ihn uns. Ja, einfach mal. Wir haben die Specs ja vorher, es wurde ja schon so ein bisschen geleakt im Vorfeld, obwohl ich ja ganz fest davon ausgehe, dass das ja natürlich präzise gesetzt wurde von DJI. Und haben gesagt, ja, wir beide hatten ja den 1er, also ich habe auch den 1er mir gekauft, habe mir auch den Pocket 2, da ist er, haben wir den ja auch gekauft und habe den auch lange benutzt. Also ich weiß, Dirk hat auch lange damit gefilmt. Ich habe über ein Jahr mit dem Pocket 2, gerade ihr seht es auch, ich habe die Creator-Kombo hier unten mit dem Mikro, habe ich meine ganze Fotobox gefilmt, ja, weil es einfach eine geniale Alternative war zum Smartphone. Und dann bin ich irgendwann umgestiegen aufs Smartphone, weil ein paar Sachen mich gestört haben daran. Insbesondere natürlich das Lowlight-Verhalten. Lowlight-Verhalten und auch das wirklich echt kleine Display. Ne? Du hast zwar die Möglichkeit, dir das Ganze ans Smartphone zu bappen, das habe ich dann auch eine Zeit gemacht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja gut, wenn ich ohnehin das Smartphone brauche, ja, dann brauche ich den ja nicht. Ja? Und wenn du das beides in Kombi machen musst. So, dann hat es 3 Jahre gedauert. Und DJI hat zugehört. Leider. Also leider, weil ich ja wirklich jetzt drauf aus war und habe gesagt, nö, also künftig werde ich nur noch mit dem iPhone filmen. Ich brauche kein Pocket mehr. Ja? Und umso schwieriger fiel natürlich dann jetzt die Entscheidung, ja, kaufst du es oder kaufst du es nicht. Ich bin auch gerade dabei, ich werde noch ein Video machen.
für wen sich lohnt tatsächlich, ob es sich lohnt. Ich habe Dirk natürlich gestern, ich hatte das Glück, dass meiner gestern schon kam, nach einer Odyssee der Zustellung. Dirk war da auf dem Laufenden, ja, also hinterher Ja. telefoniert noch dem Zusteller, weil der gedacht hat, Mensch, ich mache jetzt einfach mal Feierabend und schreibe, ich habe dich nicht angetroffen. Ja, und du sitzt hier und teilst dir deine Zeit ein. Und naja, gut, das ist eine andere Geschichte. Habe ich dann gestern schon mal so einen ersten Blick aufs Lowlight-Verhalten geworfen. Lowlight versus Pocket 2. Ich will aber auch gar nicht vorgreifen. Und ja, ihr Lieben, ich kann euch sagen, ich kann euch sagen, Ja, ich habe die Aufnahmen ja. schon gesehen und von daher brauche ich da auch gar nicht überlegen, ob ich den jetzt unverpackt oder verpackt wieder Pack ihn zurückschicke. aus, pack ihn aus, du wirst ihn ohnehin behalten. Ich mache mal hier auf groß, warte. Warte, wir können das auch so machen. Warte mal, wie geht das denn hier? Verdammt, Hacke. Oh, geht das nicht? Ach so, ach, ich habe ja nur eine Kamera dran, verdammt. So, komm, wir machen das mal so. Ja, ich hatte gerade Du hast eingangs auch schon. Team Ja. Creator Combo jetzt, ne? Mit dem Ja, externen. also klar, mit dem Mikrofon, da muss man auch ganz klar sagen, hier die Creator Combo, da ist das Mikrofon ja hoffentlich mit drin, auch in der Verpackung, so wie angekündigt. Das Stativ, wer die Vorgängerversion kennt, der weiß, das Stativ war jetzt vielleicht nicht letzte Weisheit Schluss hier. Habe ich aber auch manchmal benutzt, aber ist natürlich das Mikrofon, ist das Key-Feature an der Creator-Combo. Das Mic 2 ist jetzt auch noch nicht zu bekommen, glaube ich, soweit ich weiß. Aber man kann halt das Mic 1 anschließen per USB-C, aber das Ganze ergibt nur Sinn, meiner Meinung nach, wenn man es tatsächlich, und ich öffne das jetzt mal. Also wenn ich gleich umkippe, habe ich zu viel chinesisches Produkt eingeatmet. Aber ohne Mikrofon macht das, glaube ich, keinen Sinn, oder Rico? Wenig. Also der Pocket 3 hat natürlich auch mehrere Mikrofone jetzt intern mittlerweile verbaut. Du sollst einen schönen Raumklang dadurch haben. Du kannst auch entscheiden, in welche Richtung der Pocket aufnimmt. Also ob er eben frontal von dir aufnimmt, ob er dich selber den Ton aufnimmt. Aber so wie, wir kennen das selbst beim Smartphone, ist so wie natürlich ein bisschen Wind dazukommt, haben wir natürlich keinen guten Ton mehr. Ne? Da brauchst du ein entsprechendes Mikrofon. Jetzt muss ich gerade gucken, wo ich meins habe. Und tatsächlich muss ich an der Stelle mal sagen, DJI mit einem großen Fragezeichen, warum? Denn ich habe viele Sachen von DJI mir gekauft. Es war ja der Pocket 1, der Pocket 2. Ich habe die Drohnen mir gekauft. Ich habe mir das DJI-Funk-Mikrofon-Set gekauft, mit dem ich sehr zufrieden bin, mit dem ich auch alle meine Videos mache. Ob es im Studio ist, jetzt hört er allerdings einen Ton aus dem iPhone, nur weil ich ganz schnell nur rein bin. Habe jetzt mein Smartphone vor mir aufgebaut. Also Bild und Ton ist jetzt aus dem Smartphone. Und war super zufrieden damit. Und habe jetzt gehofft, dass wenn DJI den Pocket 3 rausbringt, dass man dann sagt, okay, wir haben ein gutes bestehendes Funksystem. Hey, koppel es doch mit unserem neuen Pocket. Aber leider ist das nicht der Fall. Du kannst, wie Dirk schon gesagt hat, die Funkstrecke von DJI, die wirklich gut ist, die kannst du nicht mit dem Pocket koppeln. Du musst die Creator, das hätte ja natürlich für viele die Frage erübrigt, kaufe ich mir die Creator-Combo? Brauche ich den zusätzlichen Akku? Oder tut es auch eben die einfache Version? Und da liegt ja ein Preisunterschied von, wo sind wir denn, Dirk? 100, 150 Euro mehr? 150 Euro, ja. 150 Euro mehr. Und für alle die, die das Mikro haben, finde ich das wirklich so einen kleinen Schlag ins Gesicht von DJI, muss ich ganz klar sagen. Ja, Und da ich merkt man. weiß, ich habe auch schon viele gesehen, die haben das jetzt gehypt hier, ne? Also, Dirk und ich haben uns auch schon ausgetauscht über, ja, da kann man jetzt so durchgucken. Ich glaube, Dirk, wir sind uns einig. Wenn ich eine tolle Uhr habe, wo ich hinten das Laufwerk sehe, das Uhrwerk, wo ich was verfolgen kann, wo sich was bewegt, kann das Charme haben. Aber an einem Nicht bei. Mikrofon, Die da ist Zeiten ja sind nichts, vorbei. also schön. Ist eine Platine drin. Nett. Wir hatten das mal Ja. bei den ersten iMacs, glaube ich, ging das an. Oder davor, keine Ahnung. Aber ich glaube, der Trend ist vorbei. Und nicht ohne Grund, glaube ich. Von daher, ich denke, darauf hätte man verzichten können. Und ich glaube, auch bei der Entwicklung hat die Finanzabteilung so ein bisschen mitgemacht und gesagt, nein, Mic 2 ist auch viel cooler. Wir machen die Mikrofone auch so, dass sie nicht in die Mic 1 Hülle reinpassen, die Mic 2, also zum Genau. Aufladen passt es nicht. Also es ist ein ganz neues Produkt. Das Einzige, was die beiden verbindet, ist, dass es Ton aufnimmt. Ne? Aber ja, man kann es nicht koppeln. Und ja, da wird wahrscheinlich irgendwann jetzt eine neue Box kommen mit zwei Mikrofonen drin oder so.
Bleibt genau. abzuwarten. Finde ich aber denn, echt schade. Denn generell, ne, guck mal, unten also Ladekontakte ja. sind ja da. Aber die passen nicht. Das, das habe ich tatsächlich jetzt noch nicht probiert, weil für mich das natürlich witzlos ist. Ich tausche ja nicht meine Originalbox dann. Ja. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich schade finde. Aber wie du schon sagst, da wird die Finanzabteilung von DJI natürlich nochmal das letzte Wort gehabt haben und gesagt ja. haben, Mensch, ihr Lieben, das wird noch ein nettes Weihnachtsgeschäft. Ja. Oh, der Holger ist da. Jetzt haben sich tatsächlich Leute eingefunden. Ich bin ja ganz überrascht. Eine Viertelstunde vorher einberufen. Ja, aber erstmal vielen Dank. Hallo Holger. Ja, drei Pocket 3 um 15 Uhr wäre besser gewesen. Klar, aber hat mir gerade schon auf Instagram geschrieben. Aber er hat gerade wirklich der Amazon-Fahrer geklingelt. Und ich musste hier noch ein bisschen Technik vorbereiten. Ist immer noch zu dunkel, Rico, ne? Oder? Oh, ja, pack mal aus. Wird ja nicht in der Hülle sein. Ist eh einzeln. Ja, ist alles nochmal einzeln verpackt. Musst du eh auspacken. Ach, warte. So, komm. Ja. Tasche finde ich cool, muss ich sagen. Ist gut. Es passt die alles Tasche, rein. Die macht einen guten Eindruck, ne? Also, ja. Schönes Format irgendwo. Genau. Ja. Ist jetzt kein Hardcase drumherum, aber bietet ausreichend Schutz. Ja. Dann hier dann. Das haben wir hier draufstehen, weiß auch nicht, ne? Oh, ja, also mein Zettel ist noch dran, aber ich habe keinen Blick reingeworfen. Für mich war interessant, also, aber in der Tasche drin. Man darf nicht waschen, also mehr oder weniger, aber jetzt habe ich es zu hell gemacht, aber man darf nichts damit machen. Also nicht in der Waschmaschine. Nicht waschen, vor allem nicht, wenn der Pocket noch drin ist. Ja, und auch nicht bügeln. Wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, aber gut. So. Macht man ja so. Kennt man ja so. Mein Fotorucksack bügele ich übrigens auch permanent. Ja. So, da ist das gute Stück, aber den lassen wir da nochmal drin. Hier haben wir erstmal die Erweiterungs... Ich finde ja von der Verpackung her, die Verpackung ist ja schon recht ähnlich mittlerweile Apple-Produkten, ne? Also es ist hochwertig, du hast so dieses Auspackgefühl, ne? Ja, und auch diese Abreißlaschen, die sind ja auch irgendwo so, wo ich sage, boah, das könnte fast eine Firma sein, die Verpackung herstellt. Ja. Also es wird so zelebriert, ne? Das ja, das ist das tatsächlich... Also ich mache ja normalerweise auch kein Unboxing. Ich finde das auch ein bisschen, ich zeige euch das hier mal ein bisschen, ja, dass man hier überall noch kleine Aufkleber und so drauf macht, weiß ich nicht, ob das noch zeitgemäß ist. Das Ding war jetzt wirklich in der kleinen Tüte eingepackt und dann jetzt trotzdem nochmal hier so ein Schutzding drauf. Ja, alles spricht von Umweltschutz. Ja, gut, lassen wir mal. Aber darum soll es auch gar nicht gehen, aber hier auch wieder ein Tütchen rum. Aber das ist, glaube ich, dieser Battery-Pack, ne? Genau. Du hast den kleinen Griff, den habe ich auch. Der Griff, der ist quasi eine sinnvolle Erweiterung zum Halten. Denn ich finde ihn, dadurch, dass ja im Gegensatz vom 2 zu dem 3 die Bedienfunktionen ja auch weiter nach unten gerückt sind, dem breiteren Bildschirm ja einfach geschuldet, hast du eben das Problem, dass das ziemlich weit unten sitzt. Und wenn du das festhältst, ne, also da ist nicht viel Luft. Ja, ich zeige es euch mal hier, zack. Da ist eben nichts, wo du richtig noch Grip hast. Und wenn du dann den Joystick benutzen willst, macht das Sinn, dass du ja die Erweiterung nimmst. Ne? Die klippst du unten rein und dann ist das Ganze hier fix. Du kannst dann weiterhin auch über USB-C hinten das Ganze aufladen. Hier hast du nochmal USB-C. An der Seite ist entsprechend die Micro-SD-Karte. Ja, und dann kannst du das Ganze Clip-Funktion. Ja, ansonsten hast du USB-C hier unten beim Ein-Pocket. Hier sieht man es sehr schön. Da seht ihr mich selbst hier im Display. Ich drehe es mal ein bisschen weg. Da ist mein Licht. Zack. Ja, also das ist natürlich ein großes Display. Ja, wenn ihr das Ganze anmacht, dann entsprechend flippen und schon geht das Ganze auch an. Geht dann wieder aus, entweder Hochkantformat oder aus. Aber es ist tatsächlich so, da ist wenig Grifffläche unten. Ne? Also sie haben sich schon was bei gedacht, warum das beiliegt. Ja, und wenn du mehr Saft brauchst, hast du das Akkupack. Das ist dann nochmal ein bisschen größer. Ich denke, so werde ich es wahrscheinlich auch in Gänze nutzen. Das Gute ist, dass egal mit welcher Erweiterung, es passt in die entsprechende Schutzhülle. Und das ist das Wichtigste. Ja? Entsprechend reinmachen, dann ist er verstaut. Das guckt natürlich dann hier unten so ein bisschen raus. Ja, das hatte ja der Alte auch. Ne? Das hatte der Alte auch, das war da genauso. Ich glaube, das ist jetzt kein großes Problem. Ja, aber es ist deutlich handlicher, weil du hast hier dann deutlich mehr von der Länge in der Hand. Das macht sich einfach besser vom Filmen. Ist auch stabiler. Ja, hier Stativ ist auch dabei. Macht auch einen wertigeren Eindruck als das Alte. Ne? Also ist wohl Kunststoff. Ja. Aber macht einen ganz anderen Eindruck, ne? Also wenn man das hier, ne, das hier extra so warben, aber ja.
Was hätte dabei sein können, finde ich, ist ein kleiner Kugelkopf. Ich meine, gibt es ja bei anderen Herstellern auch. Das ist ja jetzt kein großes Hexenwerk, weil du kannst ihn jetzt tatsächlich, gut, du kannst ihn natürlich ausrichten mit dem Gimmel oben, ne? Das ist natürlich klar. Aber der Gimmel hat, man muss das, ich habe das eben auch gemerkt, als ich draußen war, das ein bisschen gefilmt habe, er hat natürlich Anschläge, ne? Also ist jetzt nicht so 100% frei, so links und rechts durch, schon, gibt schon einen Anschlag, ja? Und da hast du dann manchmal auch so eine kleine Grenze. Oh, das ist... Das finde ich mega. Gleich. Nicht alles locker. Achso, hier sind noch Adapter. Achso, die Linse ist auch dabei und Magnet. Genau. Mein Gott. Silikat brauchen wir nicht. Ja, und hier ist das gute Stück. Ah, Rico, das ist ja immer, ne? Warte, immer hier groß hier. Genau. Mach es. Der ist ja immer hier so. Oh. Herrlich, oder? Ja, sehr schön. Ja. Wow, und schnell, ne? Ui. Ja. Sprache auswählen als erstes. Die ersten 5 kenne ich schon mal nicht. Kann ich noch mal lesen. Na gut, jetzt muss man natürlich aktivieren. Und jetzt musst du es registrieren. Na, da bleibst du nicht von verschont. Du musst es in der DJI Mio App, die du ja kostenlos runterladen kannst, musst du es einmal registrieren. Funktioniert aber ziemlich gut. Ja, ja, geht aber auch ohne. Ja, meine. Aber du hast das Software, also es gibt gleich auch ein Software-Update. Also, habe ich auch gleich gemacht. So wie du dich anmeldest, sagt er dir gleich einmal Software-Update bitte. Das wird noch die Auslieferungssoftware das sein. Das ist natürlich ja hier wirklich gefummelt, ne? Ja, das ist gut, das war beim 1er auch schon. Das ist aber überall so. Die Action 2, die hat das auch. Also du brauchst irgendwie, also wenn du hier nicht so eine Gangster-Fingernägel hast, dann brauchst du irgendwie einen Spitzengegenstand, womit du das irgendwie ausmachen kannst. Ah, ich bin dran. Das ist das. So. Ja, und schon die erste Aufnahme drin. Ne? Also. Ja. Gut so, ne? Fühlt sich schon mal nicht so schlecht an, ne? Ja. Ist halt ist vom Formfaktor deutlich breiter als der alte, ne? Ist größer, ja. Ne? Aber liegt trotzdem super in der Hand, ne? Auch ohne Batteriegriffe. Aber mit dem Batteriegriff, das ist der, glaube ich, noch. Aber versuch mal den hast du die Erweiterung, versuch mal den Joystick jetzt zu betätigen. Ja, ist ein bisschen fimmelig, ne? Ja. Das ist wahrscheinlich damit. Ja, viel besser, ne? Ja. Ja. Ist auch eine super Verbindung, ne? Also. Kann man nicht meckern. Ist so ähnlich aufgelegt, sie ist jetzt an sich nicht magnetisch, was DJI, aber die hatten es ja beim Pocket 2, ich habe den ja auch, dass du quasi diese beiden Raster an der Seite hast. Ne? Du kannst ja, wenn du hier so raufdrückst, gehen die auf. Ich versuche das mal zu zeigen. Zack, so eine Schnapper. Ja. Damit schnappst du das Ganze ein. Ja, das ist ja dann auch eine wirklich feste Verbindung. Ja, also man hört schon richtig, dass richtig gut einrastet. Ne? Also. Ja. Gimbal Endpunkt erreicht, okay. Der hat nur die 2 Tasten noch, ne? Er hat nur noch 2 Tasten, genau. Den Gimbal an sich, diesen Joystick, den du hast, dann die Aufnahmetaste, die fungiert gleichzeitig auch als Starttaste. Also du kannst ihn auch darüber anmachen. Ja, ja. Wenn du aus hast, musst du das Display nicht drehen, kannst auch die Aufnahmetaste drücken, dann geht er auch an. Und was auch gut ist, jetzt neu, der rastet gut ein, ne? Also, genau, ja. Der ist jetzt nicht mehr so wie der alte, der ist dann hier relativ wabbelig hier, ne? Mhm. Wenn er aus ist, aber der bleibt schon in seiner Position. Ne? Also muss man wirklich sagen, dass sie da wirklich auch die Anwender gehört haben und den wirklich gut weiterentwickelt haben. Ne? Ja. Schon. Also sie haben schon zugehört, was die Creator quasi gesagt haben. Ne? Und das ist ja gut. Ich finde ja, dass das ein Hersteller auszeichnet. Ja. Ne, wenn er da tatsächlich auch nachbessert. Ja. Ja, vielleicht sollten sie ein wenig auf die Finanzabteilung hören. Stimmt, dann wäre es noch deutlich besser. Aber du, es gibt ja genug. Wir beide haben ihn ja auch gekauft. Ja, leider ist es so. Ja. Aber gut. Ja, aber also alles in allem kommt das Ding irgendwie robuster rüber, ne? Also. Es hat, die Oberfläche ist anders. Mir ist aufgefallen, dass bei meinem, den ich wirklich viel genutzt habe, habe ich hier oben, kennst du das von dieser Gummierung? Wenn du das manchmal an den Objektiven hast, dann ist es, als wenn sich das hier auflöst, die Gummierung. Ja. Über den Tasten. Das ist halt.
Warte. Hier auch überall, ne? Das ist alles ein Ja, ja, bisschen ja. abgewetzt schon, ne? Und hier ist es beim Dreier ist es jetzt tatsächlich, das ist ein bisschen robuster aufgesetzt, ne? Auch ein bisschen größer. Das ist nicht, Und ist auch nicht mehr so ein, fühlt sich anders an. Fühlt sich an wie so eine Gummierung. Und das fühlt sich eher an wie so ein Hartplastik, würde ich jetzt sagen. das hier ist auch, hatte ich ja erzählt, boah, auf Rügen sind mir die Dinger ja auch rausgefallen im Strand und so, ne? Also das ist ja beim Zweier. Jetzt liegt das da drauf und scheint auch, ne? Also ist ja, Anschluss hat er gar nicht mehr dabei. Fällt mir, sehe ich gerade, ne? Was ist mit Bein? Die beiden Anschlüsse braucht er gar nicht mehr, hatten wir gestern schon Nein. drüber gesprochen. Das Genau. macht er alles über Funk. Genau. Geht nur noch über Bluetooth Ja, oder WLAN, und verbindet er sich mit dem Smartphone. ja, genau. Und hier haben wir dann noch die Weitwinkellinse. Hast du die eigentlich beim Zweier mal benutzt, oder? Ich habe die nie benutzt. Also ich habe eine da, habe sie aber tatsächlich auch nie benutzt. Die Frage hat sich für mich im Grunde gar nicht gestellt. War sie ja doch ein bisschen verzerrt. Und ich finde die vom Winkel her finde ich es tatsächlich ausreichend. Obwohl es ein bisschen weitwinkliger geworden ist, oder? Der Dreier. Also ich habe jetzt auch gefilmt. Ja. Ach so, hier unten ist noch ein Fach für diese tolle Black Mist-Linse. Haben Sie schon mal einen Platz reserviert? Ja, genau. Auch magnetisch, ne? Wird auch magnetisch Auch oben reingemacht. magnetisch, ja. Genau. Ja, die Weitwinkellinse sitzt da schon drin. Ja, und wie schnell der da ist, ne? Das ist schon cool. Ja, du drehst und fertig. Wenn du Ja. runterflippst zurück, kannst du entscheiden, ob du ausschaltest. Wenn du auf Stopp drückst, dann wird er im Hochkantformat filmt er dann. Also er croppt aber eigentlich nur ins Video rein, ne? Ja. Aber es reicht. Das sind Ja. dann, glaube ich, 2, oder 3, noch was K nur noch, ne? Bei 4K. Ja, also wenn man so Also nur gegeneinander noch. legt. Also kleiner geworden ist er nicht. Kleiner geworden ist er nicht, nein, definitiv nicht. Ja, aber was wir gerade, bin ich ja, habe ich dich ja abgebrochen oder unterbrochen. Du hast mir das gestern erzählt, jetzt sehe ich das erste Mal das, was du gemeint hast. Hier alle Mikrofonhersteller mal eben hingucken, die solche Anstecksachen machen. Hier ist Mega. ja, ein Stecker, der wahrscheinlich einen Klinkenstecker simuliert. Und da kann ich dann, wenn ich hier kein Lavaliermikrofon einstecke, kann ich das hier draufstecken und ja, Bombe, ne? Hält Boah. mega. Boah, Wahnsinn. Nicht magnetisch oder sonst irgendwas. Ja, und nicht Einfach, einrasten. simpel. Ja, also das ist mal eine Lösung, wo ich sage, das ist wirklich, haben sich gut überlegt. Das ist wirklich mega. Das funktioniert. Ja, Und schön, oder? ich bin tatsächlich auch am Überlegen, ob ich künftig das einfach mir nicht so ranmache, das Lavalier dir sparen kannst. Ja, weil selbst innen in der Jacke kannst du es ja machen, auch durch den Magneten, entweder hier mit dem Clips oder mit dem Magneten. Und Ton Muss ist man echt gut. ausprobieren, ne? Also. Also ich war gestern Nacht ja noch wieder unterwegs, ja, wie man das so macht. Wenn der Postbote zweimal klingelt, dann musst du nachts natürlich nochmal gleich los und schon mal die ersten Lowlight-Aufnahmen machen. Und da habe ich dann tatsächlich auch den Ton damit aufgenommen und Die hast du sowieso nur gemacht, um mich zu ärgern. So viel Zeit muss sein. nein. Nein. So. Wo parkt man das Magnet? Ich habe Boah. es immer hinten dran. Ja, aber dann kriegst du nicht in die Hülle hinten rein, ne? Kriegst du da dann noch rein? Ach so, ich habe meins da gar nicht oben. Da Ich ist aber stecke der das Wagen entweder dafür. in der Tasche. Ja. Mal schauen. Obwohl, man kann es sogar dann noch da draußen dran machen, irgendwie. Ja, gut, mal schauen. Boah, meine Herren, ey. Aber Branding haben sie mittlerweile drauf, ne? Also. Ja. Also Vorder- Aber und Rückseite. du kriegst es ja aber auch so wieder nicht mehr in die Tasche rein, wenn du es oben Nee. dran machst. Ja. Ja. Ja, schön. Ich weiß nicht, ob man den da wirklich auch benutzt, ne? Das ist ja eigentlich nur. Griffverlängerung, ne? Ja. Für andere Sachen ist ja nicht gedacht. Ja, Akku sieht wird auch gut aus. angezeigt, wenn du den anstöpselst, dass der Akku dran ist und wie viel Kapazität er Prozent. hat. Ja, beim Ausschalten macht er, glaube ich, auch, ne? Wir gucken. Ja, kann sein. Ja, jetzt nicht Lass ihn mehr. mal aus. Hast Ach, du den Akku warte. dran? Charging macht er jetzt. Da, Ja, jetzt hat er. jetzt, genau. 60 und 32, ja. Und so wie ich es verstanden habe, Oh, sogar wenn er. zieht Warte er nicht mal. direkt den Wenn er Strom aus aus ist, dem. ne?
Der ist aus. Tipps drauf einmal, dann ist einmal er auch drauf. An. Genau. Genau. Und so wie ich es verstanden habe, zieht er ja den Strom nicht direkt aus dem Akku, sondern der Akku lädt den internen Akku des Pocket auf. Ja. Ja, mega. Also ich war ja auch am Überlegen, ob ich mir das Ding kaufen soll. Ja. Und dann war ich am Überlegen, ob ich das Ding halten soll. Ja, ist alternativlos, ne, wenn man mit dem sowieso die ganze Zeit gearbeitet hat. Ne? Ja. Ich habe jetzt bei einigen schon gehört, dass sie das bemängelt haben, dass der Akku fest verbaut ist. Aber ich guck mal, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ich habe mir jetzt den Zweier nochmal angeguckt, das ist aber auch keine Schraube, du kannst ja auch den Akku nicht austauschen. Nein, kannst du. Und beim Einser doch auch nicht. Nein. Oder? Also das... Die hatten alle bis jetzt fest verbauten Akku. Oder? Also auch die, ich packe wohl immer falsch mal an, jetzt schon, ne? Auch die Mikrofone, die Mic 1, die haben ja auch fest verbauten Akku. Ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit die da in Zukunft Probleme haben werden, wie die Laufzeit nachher abbaut. Ich muss sagen, also bei dem hatte ich da noch nicht Probleme mit, dass ich irgendwie gesagt habe, boah, jetzt der Akku ist aber schwach geworden. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man sich die Konstruktion mal hier anguckt, dass du hier hinten die Abdeckung, die wirst du abmachen können. Wenn da irgendwas mal nicht funktioniert oder vielleicht der Akku, vielleicht, ich weiß ja nicht, inwieweit Kulanz da bei Akku. Also ich hatte auch mit dem Zweier, mein Zweier ist jetzt 3 Jahre alt, habe ich keine Probleme. Ja, ich mache den an. Ich habe den noch letzte Woche benutzt, nicht aufgeladen. Der hat jetzt auf 85%, also der verliert scheinbar auch keine Akkuleistung oder so. Von daher, aber bei Interesse bitte melden. Wer geht in den Verkauf? Wir hätten beide dann quasi ein Pocket 2 in fast gutem Zustand abzugeben. Leicht benutzt. Ja, meine ist besser im Schuss, glaube ich. Das kann sein. Ja. Ja, meiner hat ja mehr von der Welt gesehen. Ja, das stimmt. Das liegt allein daran, dass ich nicht fliege, ne? Das stimmt, ja, genau. Ja, ne, bin echt überrascht. Ist echt gutes Produkt. Macht was. Ja. Schade eigentlich, ne, dass es gut ist. Ja, normalerweise bin ich ja auch immer einer, der sagt, die Entwicklung ist jetzt irgendwo mal ja nicht zu Ende, aber da tut sich nicht mehr viel. Ne? Aber man merkt, also bei dem jetzt zum Beispiel, ja, hat sich doch noch einiges getan. Ne? Also vergleich mal, wenn du die Möglichkeit hast, die nächsten Tage mal einfach das Lowlight-Verhalten, das, wenn du nur auf das Display guckst vom Dreier und das, nimm mal den Zweier mit, vergleichs mal beides. Man könnte sagen, es ist wie Tag und Nacht. Obwohl es Nacht ist. Ja, ist tatsächlich so. Ne? Der Monitor ist auch wesentlich heller. Und dadurch, es ist ja auch ein ganz anderes Display verbaut, auch von der Wertigkeit und von der Auflösung. Du siehst halt tatsächlich schon brillante Farben da drauf. Ja, ich bin gespannt. Ich habe mich entschieden, also meiner wird bleiben und ich werde ihn nach China nehmen. Okay. Also nicht da zu kaufen, sondern ich werde damit vloggen. Ja. Mal gucken. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Also gerade auch diese Geschichten, so Hyperlapse und sowas, ne, was sie jetzt natürlich mit drin haben und dass du dich auch beim Tracking aus der Bildmitte rausbewegen kannst, dass du quasi deine Positionierung, wenn der dich trackt, dich selber trackt, dass du dich eben auch ins Bilddrittel damit rücken kannst und der behält dich dann auch möglichst dort. Das ist schon... Ja, ist schon... Ich bin gespannt tatsächlich, ich habe mir jetzt ja gerade jetzt wie ihr gesehen habt, ausgepackt. Ich bin ja echt gespannt. Also wirklich die Tracking-Funktionalität, 120 Bilder pro Sekunde, ist natürlich auch so eine Sache. Ne? Ich kenne EOS R5, kann das. Ne? Jetzt hat man so ein kleines Gerät. B-Roll in 120 Frames. Also wenn er das schon mal gemacht hat, das ist natürlich auch wieder ein ganz anderes Bildmaterial vom Look. Da haben wir uns früher die Finger nach abgeleckt, wenn wir sowas produzieren konnten. Das wirkt immer wieder gut, wenn man das in seine Videos mal einbaut. Also von daher, also es geht immer noch. Also ich kann ja nochmal hier, ne, man denkt ja immer, es gibt keine neuen Produkte mehr. Ne? Da tut sich da doch immer noch irgendwas, wo man dann sagt, macht doch wieder Spaß. Ne? Also das sieht ja, das ist ja schon wieder ein ganz anderes Produkt. Ne? Also das wird mich wahrscheinlich jetzt auch häufig begleiten. Bin mal gespannt vom Material her. Davon bin ich aber echt begeistert, ne, wie schnell der auch da ist. Ne? Also, ja, du drehst das Display und da ist er. Ja,
Das ist Das schon. ist natürlich eine Frage eines Langzeittests nachher, ne? Da ist ja eine Mechanik verbaut, die einer Drehbewegung unterliegt. Ja, da sprechen wir Ja. uns vielleicht noch mal in 2 oder 3 Jahren. Wenn die Ersten das haben, ist natürlich anfällig. Wenn du ihn breit hast, er fällt runter. Ja, so DJI Care wäre wahrscheinlich gar nicht so dumm für ihn, ne? Oder? Also bei dem Ja. Preis von 670 €, die ich tatsächlich bezahlt habe, Ja. ist das eine Überlegung wert, ja. Ja, besonders weil man ja, den hat man ja wahrscheinlich tatsächlich auch oft mit. Wie Ja. robust ist der nachher beim Fallen und so, ne? Das ist tatsächlich, da muss man wirklich überlegen. Also ich denke mal, da wäre ich schon noch DJI Care wenigstens in der ersten Zeit. Am Anfang ist man ja auch immer so ein bisschen ungeschickt in der Handhabung solcher Geräte. Ne? Steckt in der Tasche Display noch offen oder so, ne? Weil man nicht dran denkt. Ich weiß gar nicht, was kostet DJI Care dafür? Kann ich die Welt kosten, ne? 30 € oder Weiß nicht. so. Ein paar Euro wird schon kosten. Soll ich mal Aber wie gucken? gesagt, wenn du viel damit unterwegs bist und das viel im Einsatz hast, Ja. kann immer mal was passieren, ne? Ja. Ich guck mal eben, Kea. Was kostet denn DJI Kea? Die Hülle ist schon wesentlich cooler, ne? Die haben sie auch noch mal, die ist ja noch mal so abgesetzt. Also ist ja, das ist wieder hier so eine, wo seid ihr? Hier, so ein bisschen so eine Gummierung. Das war noch voll Kunststoff. Und hier nochmal, ist schon hübsch, ne? Aber es ist Ja. halt auch teuer. 670 € ist auch kein Pappenstiel, ne? Nein, also die Hülle, da ist eine ganz andere Qualität, ne? Warte, soll ich mal eben den Einser? Ich hole noch mal eben den Einser. Warte Der geht jetzt an seine große, große Nee, Wunderschublade. andere Abteilung. Andere Abteilung, ach so. Ansonsten finde ich das ja aber sehr spannend, ne? Schublade Andere auf. Schublade. Andere Schublade, dritte von oben bei Dirk. Ja, sehr schön. Moment, jetzt muss ich Beim erst Einser war mal. es tatsächlich bei mir auch so, dass ich immer gesagt habe, den behältst du noch. Den nutzt du irgendwann nochmal. Wie oft hast du denn deinen Einser noch benutzt, Dirk? Gar nicht. Deswegen finde ich ihn Ja. immer. So ähnlich war auch das Nutzungsverhalten danach. Und wahrscheinlich wird es ja mit dem Zweier auch so sein, wenn du jetzt den Dreier hast. Ist ja auch schwierig, ne? Also du vloggst ja schwierig mit zwei Händen gleichzeitig. Du wirst nicht beide in beide Benutzung haben. Also ich habe ihn so oft benutzt, ich hoffe, dass ich ihn jetzt für nichts erfinde. Dass du ihn nicht Aber ich habe findest. ihn noch. Ich habe ihn noch. Ich habe Ja. ihn noch. Aber Ja. man sieht, also da ist auch Blödsinn, sowas immer aufzubewahren. Erstmal wird es nicht besser dadurch. Ja. Aber soll In ich dir mal was einigen Lustiges? Sekunden filmst du mit dem Handy halt. Ja. Aber Soll ich dir mal was das Lustiges mit. erzählen? Ich wollte auch einen Vergleich mit dem Einser machen, ne? Und ich Ja. weiß nicht, wo meiner ist. Ich habe ihn. Es liegt in irgendeiner, benutze ich demnächst nochmal wieder Kiste. Warte, Moment, jetzt hat sie mich schon mal angefixt hier. Jetzt ist dir bestimmt eingefallen, wo du ihn hast, oder? Aber ich glaube, einen direkten Vergleich zwischen dem Einser und dem Dreier, das ist halt auch nachher unrealistisch. Ja, also wenn überhaupt dann mit dem Zweier, aber wenn du das erste Mal das Display angemacht hast, beide nebeneinander gehalten hast, ah, guck mal. Oh, Ordnung, ne? Hast du so genau noch eine Originaltasche dafür? Nee, ich kaufe mir aber normalerweise nur so Taschen dazu. So. Aber preislich gesehen weiß man, warum der teurer ist. Das ist ja auch viel größer. Ja, und der hat ja, hier hatte ich noch dieses Rädchen noch, ne, da musste man extra damals noch dazu Ja. kaufen. Genau. Ne, das hat man. Und sonst, da gab es ja immer noch so einen Halter meistens, ne, ja, bei dem musstest du ja noch so einen Fußball kaufen, ne, damit du den überhaupt mit Handy verbinden konntest. Hatte der ja alles nicht. Ne? Wenn man, ne? Und dann musste man auch noch einen Adapter kaufen, damit man Mikrofon anschließen kann. Also, wenn man jetzt überlegt, ne, wie die Entwicklung sich darstellt, ne, von diesen Geräten, von einem Also Gerät. wenn du den Aufpreis der Einzelteile siehst und auch jetzt siehst, wie viel mehr Videoqualität bekommst du, ja, kann man natürlich für sich selber sagen, das ist schon gerechtfertigt. Ne? Irgendwo muss es herkommen. Ist einfach so. Ja, also. Ja, schöner Vergleich. Ja, ne, also wenn man dann sieht, okay, jetzt braucht man da den Extension Pad normalerweise nicht, aber ne, bei dem musste man hier noch sich die Funkfunktionalität beikaufen. Man musste sich dann noch beikaufen, dass man ein externes Mikrofon anschließen kann. Ne, also War es von nicht sogar so, dass du einige Funktionen da auch nur über das Smartphone einstellen konntest beim Einser? das weiß ich jetzt nicht mehr.
Keine Ahnung. Ich glaube, für einige Sachen brauchtest du sogar die App am Smartphone. Aber guck mal hier, springt auch noch so an, ne? Kein Problem, Akku ist auch noch voll. Also, ne? Der hat noch, wenn er sich ausgegangen ist, die Linse nach außen gedreht, ne? Hatten sie damals noch in der Umfrage zu dem hier, ob einen das nervt, dass der es nach innen dreht, weil man den so anders in die Hülle reinkriegt. Aber nochmal hier, da muss man wirklich sich alle Funktionalitäten zukaufen, ne? Hier hatte man ja schon mit den Extension Kits, hatte man da Funk und WLAN und Bluetooth dann bei. Und hier jetzt alles, wenn man den Fuß jetzt auch abmachen würde, ne? Das ist schon. Und Weil jetzt? von der Funktionalität ist er ja jetzt genau gleich in der Lage wie das, ne? Das Funkmodul und alles sitzt ja hier mit drin. Ganz Von daher genau. ist, also die Entwicklung ist schon enorm, ne? Okay, da sitzt auch ein bisschen Zeit drin, aber ich finde schon, da haben sie einiges gemacht, ne? Und ich habe immer gerne mit denen gearbeitet, von daher wird es jetzt mit dem nicht anders sein. Schön. Ja, ich glaube, das hat sich gelohnt, der Invest. Ne? Auch wenn ich Das den ist ein Invest rein. Invest, ne? Das muss man schon immer so sagen. Es ist ein Invest. Das ist ein Invest, ja. Also wenn man überlegt, was man da für ein Geld, also wenn man es jetzt hier nur einmal im Urlaub benutzt, sollte man sich das gut überlegen. Aber wenn ich so meiner Instagram-Storyline gucke, wer von unseren Kollegen, die das Ding alles gekauft hat, ich denke mal, In Deutschland hat DJI erstmal den Grundbedarf an Umsatz gedeckt mit ja, uns. also unfassbar, Ja. ne? Also, es scheint ja ein Markt dafür da zu sein und deswegen haben sie wahrscheinlich dann auch relativ viele Ressourcen da reingesteckt und sich wirklich gute Gedanken dazu gemacht, das Ding so weiterzuentwickeln. Und ja, also haben sie wirklich gut auf die Leute gehört, gut weiterentwickelt. Ohne Frage. Was kommt als nächstes? Wann kommt der Nachfolger? Ja, also Sie dürfen sich ruhig noch mal 3 Tage, 3 Jahre Zeit lassen. Tolles Ja, auf T-Shirt jeden hast du Fall. übrigens an, Dirk. Tolles T-Shirt Ja, hast du an. habe ich mal geschenkt bekommen. Habe ich mal geschenkt bekommen. Ja, sehr schön. Ja. Ja. Ja, Also nee. 3 Jahre können Sie sich meinetwegen Zeit lassen. Ja, man muss auch sagen, von der Fototechnik oder Filmtechnik vom Sensor, klar, da ist jetzt ein 1-Zoll-Sensor drin. Der ist natürlich auch super. Aber da sind die natürlich darauf angewiesen, was andere machen, ne? Ich glaube nicht, dass die den Sensor selber entwickeln. Da bleibt dann auch offen, was da wirklich nachher am Sensor nachher rauskommt, ne? Ja. Ja, die Frage ist auch, möchtest du so kompakt bleiben? Dann ist natürlich auch irgendwann nach oben Schluss von der Vorbei. Größe. Ne? Dann passt eben auch kein größerer Sensor rein. Aber ich glaube auch, DJI hat natürlich auch gerade durch den Drohnensektor, die haben halt Erfahrung. Die haben Erfahrung mit den Drohnen. Was kannst du rausholen? Wie kannst du das Ganze optimieren? Ich habe mal einen kleinen Vergleich. Also ich muss mir nachher natürlich selber auf dem Handy nochmal angucken. Ich habe jetzt mal das iPhone 15 Pro, was ich mir ja neu gekauft habe, extra zum Filmen, dagegen gehalten. Und tatsächlich bin ich ja da immer so, dass ich gesagt habe, beim iPhone, das hat halt einen super Kontrastumfang. Ja? Also Apple rechnet das so genial hin, wodurch ich manchmal fragst, warum kann meine teure Kamera das nicht? Und da ist DJI, da hatten wir uns ja auch schon drüber unterhalten, wo wir gesagt haben, das geht. Ne? Und DJI ist da auf echt einem guten Weg, dass du mit der Kamera im Grunde keinen Unterschied mehr siehst. Ja, als Nee, wenn ich nee. mit den Hauptkameras meines iPhones filme und auch andere, ja, jetzt nur nicht auf iPhone, ja, nicht so, dass mich jetzt wieder einer festnagelt, ja, du sagst im iPhone, es gibt auch alle andere tolle Telefone, die super filmen, aber ich habe halt das iPhone, ne, deswegen gehe ich auch eben darauf Ja, ein. man kann da auch Und immer nur. kontrastumfangtechnisch sah das schon gut aus. Ja, ohne Frage. Ne? Und die haben halt das Problem mit der Sensorgröße. Ne? Aber überleg mal, die bauen im iPhone irgendwann mal einen 1-Zoll-Sensor ein oder so. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich finde auch diese Sache mit dem Gimbal und so, dass der sich bewegen kann, dass du so bewegte Zeitraffer machen kannst und so. Da hast du halt noch ganz viele Möglichkeiten, die du mit dem iPhone natürlich auch nicht hast. Ne? Diese ganzen Also Tracking-Geschichten. Hund, ich greife mal ein bisschen vor. Ich habe versucht, gut, wir haben einen sehr quirligen Hund. Ne? Der ist auch sehr fix unterwegs. Also der Gimbal schafft es, den Hund zu tracken. Aber es sind Grenzen. Ich habe vorhin noch ein paar Okay. Aufnahmen gemacht. 120 Frames kannst du ja in 4K machen, 240 in Full HD. 120, denke ich, sind völlig ausreichend für eine coole Zeitlupe. Aber wenn du zusätzlich zu dieser Slow Motion dann noch das verfolgen musst, zusätzlich mit dem Tracking, also Tracking ist ziemlich zuverlässig. Ja, also vielleicht Da sollte der kommt. Hund 1, 2 Jahre älter sein. Ja, dann werden die ruhiger.
Ja, dann werden sie ruhiger, dann ist das zuverlässiger. Ja, genau. Ja, aber für das Normale, so für den Anwendungszweck, du filmst dich irgendwo, wenn du was erklärst oder so, da ist es schon super. Ist perfekt. Ja. Ist für Creator. Ist die, ja. Für Vlogging, für den Vlogging-Bereich und tatsächlich vielleicht auch für den einen oder anderen, der im Urlaub gerne ein bisschen hochwertiger filmt, aber nicht die große Ausrüstung mitschleppen möchte. Ich finde es ja immer ganz gut und vielleicht habe ich das auch zu oft genutzt, wenn du so wirklich mit dem Ding schwenkst, ne, und schwenk machst. Du brauchst jetzt nicht hundertprozentig den super ziehen, weil durch diese Trägheit von dem Gimbal, der genau. Das automatisch gerade zieht, deine Bewegung. Ne, das finde ich zum Beispiel, das macht es total einfach. Und mir hilft das immer ungemein, wenn ich so B-Roll-Aufnahmen mache, da vernünftiges Material zu produzieren. Ne. Also von daher ist schon ein tolles System. Ich bin da auch wirklich. Ich habe mir jetzt wirklich gerade eine Stunde, ist schon, ich bin schon echt begeistert, kann ich nicht anders sagen. Eine Stunde schon? Ich habe den schon eine Stunde, ja. Ja, in der Stunde bist du schon begeistert nach dem Auspacken. Ja, also ich muss ja sagen, man hat ja auch die Vorfreude, man liest die Specs durch. Letzte Woche kam ja diese Grafik da, und da stand ja drin, was es alles haben soll von dem ersten Leaks. Und da fand ich schon, boah, okay. Aber wenn man dann das erste Material so sieht und dann den Baufaktor und so, dann denke ich schon, also war ich schon echt gespannt. Und finde ich, bin wirklich richtig gut begeistert jetzt davon. Also das macht schon Spaß. Ja, und ich habe noch nie mehr damit gefilmt. Genau. Aber weil ich auch den Zweier, also nicht so wie du, du bist ja relativ lange jetzt auch auf dem iPhone unterwegs gewesen und hast damit gefilmt. Da konnte ich mich ja nie richtig mit anfreunden. Das ist irgendwie, ja, keine Ahnung, komme ich nicht so ganz mit zurecht. Deswegen habe ich ja auch immer wieder den Zweier genommen. Gerade wenn du so ein kleines Review irgendwie filmst und so, und dann, dass der sich so ein bisschen verfolgt und so, fand ich auch immer von den Szenen und es so ist immer ganz gut. Dynamischer. Ja, genau. Und das ist schon. Das fand ich immer ganz gut und dann total unkompliziert halt auch mit dem Ton. Anstecken, ja. Einschalten, läuft. Fand ich immer super, braucht es. Und ich habe oft auch gesagt, oh, der Ton ist vielleicht nicht so gut mit dem Ding. Und dann im Vergleich war der Ton von diesem Ding, von dem Pocket 2 so gut, dass man da kaum was machen musste. Ne? Also das ist auch das Bildmaterial. Wenn man da hier die Autokorrektur in Premiere drückt oder so, da werden die Regler, die bewegen sich ja fast nie. Ne? Das Bild ist so ausgeglichen gut, weil der Dynamikumfang halt auch so hoch ist. Ist halt, macht schon Spaß. Ne? Und von daher bin ich da wirklich, ja, ist schade um das Geld. Aber ja, du bekommst ja was dafür. Du bekommst ja was für dein Geld. Wenn man ein vernünftiges Produkt dafür in der Hand hält, nachher ist das alles ertragbar. Habe ich dir überhaupt gesagt, was Kia jetzt kostet? Habe ich nachgeguckt. 35 Euro pro Jahr. Ach gut, das geht aber, oder? Das kann man abschließen. Ich müsste das auch noch machen. Das haben sie mich, in der App kannst du das, glaube ich, machen, ne? Ja, genau. Ja. Ich glaube, nach der ersten 24 Stunden muss er, glaube ich, machen. Sonst wollen die so ein Funktionsvideo haben, dass das alles noch funktioniert. So ist es bei den Drohnen. Ach so. Ne? Okay. Ja, das könnte bei mir noch hinhauen. Ja, denke ich schon. Nachdem dein Amazon-Fahrer ja sehr ausgeschlafen ankam. Ah, stimmt. Ja. War auch irgendwie übellaunig, ich weiß gar nicht warum. Ich hatte wieder den Amazon-Fahrer, der Angst vor Hunden hatte. Oder hat. Ach so, stimmt. Der wirklich mal rennen geht, wenn die Tür aufgeht, obwohl der Hund nur bellt im Wohnzimmer oder so, der ist wirklich auf der Flucht, hatte ich, glaube ich, in einem Video geschickt. Ne? Und ausgerechnet, er musste mir heute den Einmalcode abnehmen und er stand halb auf der Straße mit seinem Handy und wollte auch nicht näher kommen. Nicht gar nicht. Ja, hat man ja. Vielleicht hat er ja schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Hund. Ja, genau. Nee, also du kennst unseren Hund ja, der ist ja auch nicht der Kleinste, von daher verstehe ich das dann auch. Und der ist ja auch nicht so leise. Ja, schön. Gut. Schön, dass das so kurzfristig geklappt hat, Rico. Ja, sehr gerne. Gemacht, ne? Viele Fragen kamen ja nicht. Aber gut, wenn noch irgendwas ist, für die Leute, die das jetzt vielleicht nicht live gesehen haben, gerne in die Kommentare. Ich lese mir das sowieso wieder durch. Ansonsten sind wir Mittwoch wieder live. Unser Regeltermin quasi. Ne, vielleicht habt ihr ja noch die eine oder andere Frage. Schreibt sie Dirk unten in die Kommentarfelder. Also jetzt nicht ins Live-Kommentar, sondern direkt unter das Video. Wir lesen uns das Ganze durch und greifen es vielleicht am Mittwoch auch nochmal auf. Ja, bis dahin hat Dirk mit Sicherheit auch schon die eine oder andere Aufnahme gemacht. Ich denke, wir werden auch nochmal ein bisschen Smalltalk. Wir werden dann nochmal einblenden und gucken und dann nochmal fachsimpeln und uns austauschen, wie das Material so ist und so.
Aber ja, wie gesagt, es war die Chance heute da, das Unboxing mal live zu machen. Ist ja, ich kann das ja nicht, ne? Wenn so ein Karton da liegt, ne? Genau. Ist fast unmöglich. Ja. Aber ja, trotzdem vielen Dank, wenn ihr bis hier da geblieben seid. Ne? Nicht vergessen, liken, abonnieren, Glocke an, bla bla. Und schönen Dank, Rico, hat Spaß gemacht. Und wir Sehr sehen gerne, uns sehr bei gerne. den nächsten Videos. Bis dahin Ganz genau. sage Bis ich dahin. mal Tschüss. Wartet mal, ich muss hier nochmal. Ah, stopp jetzt so. Tschüss. Ciao.